Windsurfing World Cup 2022. Windsurfen ist eine Wassersportart, bei der man auf einem Surfbrett stehend ein Segel zur Fortbewegung nutzt. Das Segel ist dreh- und kippbar, mit dem Brett verbunden, was spektakuläre Manöver und Tricks ermöglicht. Die in den USA entwickelte Sportart wurde zur Trendsportart und hat sich weltweit etabliert. Vom 9. bis 17. Juli 2022 findet für die Besten der Windsurfer die dritte Entscheidung zum World Cup 2022 statt. Mehr als 100 Sportler, Sportlerinnen werden am Wettbewerb teilnehmen. Das sogenannte Kanaren Wind- und Wellenfestival wird am Strand von Pozzo Izquierdo ausgetragen. Die Sieger aus der zweiten Runde wurden bereits vom Präsidenten des Cabildo von Gran Canaria und anderen Würdenträgern geehrt. In etlichen Reden wurden unter anderem ausgeführt, nach 2 Jahren Abwesenheit ist es eine Herausforderung, das Publikum wieder zu begeistern. Aber die Bedingungen von Gran Canaria, einem Paradies für Wassersportler, bedeuten, dass die Insel weiterhin ein Maßstab für alle Liebhaber des Windsurfens ist. Hallo, dies ist die automatische Endcard von Gymis Kanal. Leider ist das Video schon vorbei. Ihr könnt aber gerne den Kanal abonnieren und ein weiteres Video anschauen. Vielen Dank.